herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Österreich liegt geografisch gesehen in der Mitte des Kontinents Europa. Es ist eines von 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Während sich 2020 Großbritannien durch den sogenannten Brexit aus der EU verabschiedet hat, versuchen andere Staaten Mitglied der EU zu werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Beitrittskandidaten. Wenn man sich die vier Himmelsrichtungen Norden, Osten, Süden, Westen von oben im Uhrzeigersinn merken möchte, gibt es unter anderem die folgenden vier Merksätze. Nie ohne Seife waschen, nie ohne Socken wandern, nie ohne Stiefel wandern, 9 Ochsen saufen Wasser. Zur Allgemeinbildung gehört sicher das Wissen, welche Nachbarländer Österreich hat, wo sie sich von Österreich aus gesehen, von ihrer Himmelsrichtung her befinden und welche Namen ihre Hauptstädte haben. Ich nenne hier alle Nachbarländer Österreichs und deren Hauptstädte. Ich beginne mit dem flächenmäßig kleinsten Nachbarland Österreich und zähle diese im Uhrzeigersinn auf. Liechtenstein Vaduz, Schweiz Bern, Deutschland Berlin, Tschechien Prag, Slowakei Bratislava, Ungarn Budapest, Slowenien Ljubljana und Italien Rom. Danke für deine Aufmerksamkeit in diesem Video und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im dritten Video meiner Videoreihe Österreich und seine Bundesländer.